Herzlich willkommen zur nächsten digitalen Sportstunde von Phoenix Hagen. Heute fangen wir ganz locker an, zum Warm-up erstmal auf der Stelle laufen. Ich zähle gleich einen Countdown runter und dann hören wir gemeinsam auf und gehen in die nächste Übung über. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Die nächste Übung sind Kniehebelläufe. Wichtig dabei ist, dass ihr die Arme mitnimmt und die Knie so hoch nimmt wie möglich. Okay, bereit? 3, 2, 1. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. So, als nächstes versuchen wir unsere Arme zu aktivieren. Dafür fangen wir an, mit dem rechten Arm erstmal zu kreisen. Okay? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und 9. Wir gehen direkt über und kreisen den linken Arm. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das nächste, wir kreisen beide Arme nach vorne. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Die nächste Übung, wir kreisen rückwärts. Guckt, dass ihr genug Platz habt, nichts umhaut. Dann geht's los. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Als nächstes brauchen wir einen Basketball. So, wir machen die gleichen Übungen wie gerade, ohne Armkreisen, sondern nur den auf der Stelle laufen und den Kniehebelauf und fangen an, auf der Stelle zu laufen und halten den Ball gerade nach vorne. Das Ganze machen wir 10-15 Sekunden. Als nächstes halten wir den Ball gerade nach oben und laufen wieder auf der Stelle. Wieder 15 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. So, wir strecken den Ball wieder nach vorne und gehen in den Kniehebelauf. Wie gerade, die Knie schön hoch. Wieder diesmal 10 Sekunden und los geht's. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Und das gleiche wieder den Ball nach oben strecken und wieder in den Kniehebelauf gehen. Okay? Und los. 5. 4, 3, 2, 1 und stopp. So, das soll es mit dem Warm-up gewesen sein. Jetzt machen wir eine kleine koordinative Aufgabe. So, als nächstes braucht ihr drei Gegenstände, die ihr in eurer Küche findet. Das erste ist eine Tasse, das zweite ein Teller und das dritte ein ganz normaler Löffel. Den Löffel legt ihr jetzt vor euch. Die Tasse stellt ihr links von euch hin. Den Teller rechts von euch. Ungefähr einen Schritt dazwischen, dass ihr euch gleich noch ein bisschen bewegen könnt. Ich werde gleich Kommandos geben, wie zum Beispiel Löffel. Wenn ihr das Kommando Löffel hört, lauft ihr nach vorne und berührt einmal kurz den Löffel und lauft wieder zurück. Dabei tippeln wir die ganze Zeit auf der Stelle. Hört ihr das Kommando Teller, machen wir Sidesteps zum Teller. Hört ihr das Kommando Tasse, gehen wir Sidesteps einmal zur Tasse. Alles klar, seid ihr bereit? Dann holt jetzt kurz eure Sachen. Und wir beginnen jetzt mit der Übung.
und Teller. Und Löffel. Und Teller. Und Tasse. Und Tasse. Und Löffel. Und Tasse. Und Teller. Und Löffel. Und Teller. Und Tasse. Und Löffel. Okay, kurz Pause. Einmal ausschütteln. Und wir stellen uns rückwärts hin. Das heißt, wir laufen auch rückwärts zum Löffel hin. Alles klar? Und los geht's. Und Löffel. Und Tasse. Und Teller. Und Tasse. Und Löffel. Und Tasse. Und Teller. Und Löffel. Und Tasse. Und Teller. Und Tasse. Und Löffel. Und Teller. Noch zwei Kommandos. Und Löffel. Und Löffel. Gut, das war's mit dieser kurzen koordinativen Übung. Sammelt eure drei Gegenstände wieder ein. Und ruht euch kurz aus für die nächste Übung. Als nächstes brauchen wir wieder einen Basketball oder einen Fußball. Hauptsache es ist ein größerer Ball. Das erste, was wir machen, wir stellen die Knie zusammen, gehen auf den Boden und rollen den Ball um unsere Füße. Okay? Das Ganze machen wir 10 Sekunden in die eine Richtung, dann 10 Sekunden in die andere Richtung. Ab 5 zähle ich wieder Counter runter. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Fünf, vier, drei, zwei, eins und in die andere Richtung. Fünf, vier, drei, zwei, eins und stopp. Die nächste Übung machen wir im Schneidersitz. Dafür setzen wir uns auf den Boden und verkreuzen die Füße. Wir werden wieder den Ball um unseren Körper rollen. Wieder 10 Sekunden in die eine Richtung, danach 10 Sekunden in die andere Richtung. Bereit? Dann geht's los. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Richtungswechsel. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Aus dem Schneidersitz gehen wir jetzt auf die Knie und machen wieder dasselbe. Wir rollen wieder den Ball 10 Sekunden in die eine Richtung und dann 10 Sekunden in die andere Richtung. Bereit? Los geht's. Fünf. 4, 3, 2, 1 und Richtungswechsel. 5, 4, 3, 2, 1 und das soll es mit dem Rollen gewesen sein, jetzt gehen wir ins Dribbeln wieder. Auf den Knien dribbeln wir jetzt den Ball 10 bis 15 Mal vor uns. Wer mit rechts in der Schule schreibt, der macht das mit rechts.
Wer in der Schule mit links schreibt, macht es mit links. Jetzt machen wir wieder einen Handwechsel, das heißt, es wird schwieriger, weil wir von unserer Schwachen hatten. Die, die gerade mit rechts gedribbelt haben, dribbeln jetzt mit links. Die, die gerade mit links gedribbelt haben, jetzt mit rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wenn dabei mal der Ball verspringt, nicht schlimm, einfach kurz das Video auf Pause machen, Ball wiederholen, von vorne anfangen oder wieder einsteigen, gar kein Problem. Jetzt gehen wir in die Hocke und versuchen den Ball tief zu drücken. Ja, der soll am besten nicht über unsere Knie drüber gehen. Das machen wir wie 10 mal mit rechts, 10 mal mit links. Okay, los geht's. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Handwechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Die nächste Übung hat weniger mit Himmel zu tun. Vielmehr wird hier die Schnelligkeit und Reaktion gefördert. Das erste ist, wir halten den Ball, guck, dass ich mit der Abschaffung der Wand habe, hinter unseren Rücken, lassen ihn gleich fallen, drehen uns um und fangen ihn wieder auf. Okay, ich mache es einmal vor, dann machen wir es gleich zusammen. Den Ball zwischen unseren Knien, die eine Hand ist vor unserem Bein, die andere hinter unserem Bein. Wir lassen den Ball fallen und wechseln unsere Hände. Wir greifen quasi um. Das sieht dann so aus. Jetzt ist die Hand, die hinterm Bein war, vor dem Bein und die, die vor dem Bein war, hinterm Bein. Wer das noch nicht so gut kann, kann den Ball erstmal öfter ticken lassen. Wichtig ist, dass er das Umgreifen bekommt, also die Koordination. Okay, dann fangen wir jetzt an. Wir machen das 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den Korb oder die Kiste wendet an eine Wand und schnappt euch 5 kleine Bälle oder Sockenpaare, wie ihr wollt. Und ihr versucht, die Bälle, die Sockenpaare mit eurer rechten oder linken Hand in die Kiste reinzubringen. Überhaupt kein Problem, wenn ihr mich trefft. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ihr hattet Spaß dabei, seid auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder in eurer Schule, in der Halle, auf dem Schulhof. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.